Wo hockt ihr gerade? Das ist also der letzte lebende Lehrling von Viktor Schauberger. Er wird euch auch gerne etwas ein bisschen über Wasser erzählen. Er steht euch auch nachher draußen immer zur Verfügung. Er wird gerne mit euch diskutieren und plaudern und Sachen erzählen. Danke vielmals. Ich gebe das Wort an euch. Okay. Also noch einmal alle Grüße. Ich möchte niemanden beleidigen. Ich komme in viele Großversammlungen, sind alle schwarz gekleidet. Früher in alten Bund haben alle in Sack und Asche und haben gefastet. Da hat sich was verändert. Aber jetzt sind alle vollgefressen, alle sind wir dick und nicht mehr ein offenes Gefäß, so wie die Natur uns zeigt. Zurück zu den Klärschlamm. Mikrofon! Eier gemacht. Oh. Ich bin es nicht gewohnt. Ich bin der letzte Viktor Schauberger Zauberlehrling. Ich hatte Glück, mit 22 Jahren oder 23 beim Viktor aufzukreuzen. Wir haben uns gesehen und sofort verstanden. Er Naturmensch, ich bin auch beim Bach aufgewachsen, bei den Forellen. Mein Vater war Mühlenbauer, hat Wasserräder gebaut, während des Krieges eine kleine Turbine. Aber mich kannte jeder Fisch. Das war mein Spielzeug. Und wenn die Mutter gesagt hat, du, ich weiß nicht, was ich kochen soll, hol mir einen Fisch, dann habe ich gesagt, heute bist du dran. Rausgefischt. Und so ging ich auch mit einer Großmutter, war Försterstochter, in Böhmerwald, im Nachbarrevier von Viktor Schauberger. Und jetzt heißt das, oder hat geheißen, Sudetendeutschland, war alles deutsch bis gut weiß. Wir konnten kein Wort Böhmisch. Aber die Leute waren noch sehr naturverbunden und der Viktor Schauberger kommt ja aus dem Bayerischen Wald, ein altes Jägergeschlecht. Und früher hat es geheißen, also Häger und Pfleger. Heute sind die großen reichen Leute mit Mercedes, haben ein Maschinengewehr drin oder eine kleine Atombombe und so wird jetzt gewildert. Aber früher war so viel Wild. Also auch die Arbeitslosen hatten Fleisch genug, aber das Brot war wichtiger. Meine Großmutter hat so große Leib gebacken. Ich war selbst, mit 12 Jahren habe ich gemahlen. Mein Großvater ist gestorben, ich war immer dabei, der Vater war eingerückt und ich konnte die Mühle betreiben. Und solches Trockenbrot hat lange gehalten, es gab keine Kühlschränke. Die alten Häuser waren mit meterdicken Steinmauern. Und Keller, Steinkellern, da wurde alles aufbewahrt. Und dann kamen die Wilder und haben gesagt, also liebe Frau Wassel, Brot, wir haben Wild, bitte tauschen. Wir können kein Fleisch mehr sehen. Brot ist viel wichtiger. Und so hat sie für einen Laib Brot viel Wild bekommen. Sie hat das auch wieder verteilt, kühl gelagert, aber der Jägerhund hat das gemerkt, da in den hinteren Boden ist überall Wild versteckt. Und die Großmutter hat mir gesagt, ja, heute habe ich Speisen gemacht auf Wildbrätart. Machst du auch Kosten? Der Jäger wusste genau Bescheid, aber das war so. Jetzt zurück, es gab 100 Jahre, 150 Jahre, die Industrie ist so schnell gewachsen, die Kriegsindustrie. Und die haben begonnen, Tonnen Eisen zu verarbeiten und das ging sehr schnell. Die Autos kamen, jetzt schaltet man wieder zurück auf Fahrräder, zu Fuß gehen ist noch gesünder. Und jetzt plant man, und die haben jetzt Milliarden verdient mit der naturfalschen Technik. Jetzt müssen wir umschalten, deswegen sind wir hier. Wir wollen naturrichtige Technik machen und im Grunde genommen droht uns jetzt, das weiß auch jeder, es wird nicht laut gesprochen, der dritte Weltkrieg. Der ist so brutal,
die machen mehrfach Sprengköpfe. Ich spreche mit den höchsten, ich bin total neutral, spreche mit ganz hohen Juden, mit Regierungsleuten. Ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich bin sehr grob. Und sage ich nächsten, ich habe mit dem General gesprochen, nächsten Tag, nächstes Jahr haben wir Krieg. Nein, wir reden so lange am grünen Tisch, wir vergessen. Und die Rüstung geht weiter. Mehrfach Sprengköpfe. Wo fliegen die hin? Also ich möchte keinem was Böses wünschen, jedem das Beste, aber wir stehen vor einem plötzlichen Massensterben zurück. Das ist die Zukunftstechnik. Meine Freunde in Südamerika, in Patagonien, fliegen 70 Meter Durchmesser UFOs, die unbekannten Flugobjekte, sind aber in Augsburg gebaut worden und in den Nürnberg. Und 1943 wusste man, der Hitlerkrieg ist verloren und da sind schon Tausende abgeflogen nach Südpol, eisfrei. Und vor 200 Jahren die Deutschen waren immer sehr erfinderisch und immer voraus, sie waren mal schlau. Wir Österreicher gehören dazu, ich rede gar nicht davon. Wir werden gar nicht gefragt, obwohl sich die hohen Bankleute alle in Wien getroffen haben, aber die Spitzenpolitiker kommen in Mariazell zusammen. Früher in Krakau und dann später in Prag und jetzt Mariazell. Und es kommt jetzt ist der deutsche Papst dran, der ist der Letzte. Die Königin Elisabeth ist die Letzte. Und in Schweden haben sie jetzt Hochzeit. Die begrüße ich, darf übrigens alle Könige und Hoheiten per Du ansprechen. Ich war in Schweden und das ist herrlich. Und ich auch war öfters in Berlin und habe die Regierungschefin. Grüß dich, Frau Merkel. Aber sie tut mir leid. Sie tut mir leid, Deutschland gibt es ja nicht mehr. Deutschland ist ein NATO-Staat und müssen, die Amerikaner sind noch immer die Besatzungsmacht und haben unterirdische riesige Stollen, wo die Atomkanonen vollgeladen hin und her fahren, wegen dem Erstschlag. Also man weiß schon, alle Staaten wissen es, es kommt ein Schreckliches auf uns zu. So, wir haben jetzt viel Freizeit zum Nachdenken. Übrigens, alle Leute sind fernsehgescheit, Schundliteraturgescheit, lesen Tageszeitung, da ist die Schrift so klein. Es verbringen sie sehr viel Zeit mit diesen unleserlichen Artikeln zu lesen. Aber sie tun es. Die Zeitung ist nebenbei voll mit Reklamen und Gifte, alles wird verkauft, das bringt ja alles Milliarden. So, der Viktor Schauberger war mein Lehrer. Meine Großmutter war bei dem Viktor im Böhmerwald oben, haben sie Holz geschwemmt. Bei Nacht mit Kältegefälle. Das Wasser muss, wenn sie über Steinen läuft, ist. Also. Dankeschön. Dankeschön. Ich tue es weg und scheiße auf dir. Ja, zurück zu diesen Turbinen. Fliegen über uns drüber sehr hoch sind Bayern und Österreicher, sprechen alle Deutsch, in Patagonien. Und zwar ab 1943 haben angefangen mit 9 Meter Durchmesser und wurden immer größer. Und zuerst waren sie noch in Südpol, eisfrei. Und dort wurde auch gebaut. Da kamen aber zu Kriegsende Russen und Amerikaner hin und wollten es vernichten. Die mussten da weg, sonst hätten sie es alle versenkt. Übrigens habe ich hier so ein Plakat. Diese riesen Untertassen, 70 Meter Durchmesser, fliegen jetzt auch über uns drüber. Ich werde angerufen. Ich bin jetzt fast 80. Sie können mich auch nicht mehr brauchen. Ich müsste höchstens da drüben Blumen gießen. Das tue ich sehr gern. Aber die Maschinen sind da. Übrigens außerirdische auch. Ich habe auch hier in der Schweiz mit dem Däniken gesprochen. Der ist Spezialist. Alle Länder schätzen ihn.
Er spricht von den Außerirdischen. Die sind auch schon da. Also es wird in den nächsten Jahren ein Ereignis wird sich ins andere stürzen, also ungeheuer schnell. Aber wieder zurück, jetzt zu den Kläranlagen. Die Mutter Erde ist ein stumpfes Ei und dreht sich 1700 Stundenkilometer Richtung Osten. Und was wir in der Schule lernen, Schwerkraftgesetz, alles ist falsch. Ich war Hochfrequenztechniker, Elektriker, ich bin zwar nicht perfekt, ich bin ein Pfuscher, aber ich mache Modelle und die sagen, alle bauen es nach, nur die müssen rundlaufen, ausgewuchtet sein. Ich habe draußen am Auto eine Turbine, die würde ich abhauen, aber ich bin so unwucht. Und alle, die es sehen, können aber hingreifen, begreifen, ist auch ein Magnetmotor, den alle suchen, das ist schon alles da. Ihr müsst es nur schöner machen, genauer. Aber eben dieses stumpfe Ei, die Natur arbeitet immer mit Eier. Ich lege mich mit den höchsten Wissenschaftlern an, Wasserspezialisten und. Sie haben keine Ahnung vom Tautropfen. Der Tautropfen sitzt seit jeder Witterung oben auf der Alm, auf den schönen Grasspitze, der Tautropfen mit der Spitze auf Spitze. Und jetzt das Umfangreiche kommt von 1 in das Tausendste, aber bitte hört zu. Die Mutter Erde dreht sich so schnell. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Das Huhn ist die Mutter Erde und legt Milliarden Eier, Wassereier, Tautropfeneier. Und die Sonne, sagen wir, nein, schon wieder absichtlich falsch, 9000 Jahre. Und zwar ist der Sonnenmann männlich, weiblich. Und die sind die Erzeuger, die männlichen Energien, die weiblichen Energien. Und dieser Tautropfen, die Natur hat die kleinsten Einheiten, Nebel, wo wir durchschauen können. Und trotzdem sind lauter feine Tautropfen-Eier, sogar mit Haut. Das ist ein Biokondensator. Unser Körper ist ein Biokondensator. Und zwar bei der Zeugung. Die weibliche Same ist ganz klein und schaut aus wie ein Tannenzapfen mit lauter so Schuppen. Und die Samenfäden möchten da hinein. Und das ist eben die Sogapparatur und die Druckapparatur. Und dann macht so eine Schuppe auf. Und dann geht's los. Es sind sowieso geballte Energien wieder zurück zur Hochfrequenz oder Einstein. Der Atomkern hat eine Spindrehung. Ungeheuer hohe Drehzahl. Dann der Atomkern wird umschwirrt von Elektronen. Hohe Drehzahl. Elektronen dreht sich. Und das ergibt eine gewaltige Ladung. Und jetzt, wenn es regnet, wird bei mir der Wassertropfen heruntergezogen. Während ein Herunterfallen wird er zerlegt, zerstäubt und in der gleichen Achse geht das Wasser wieder hoch. Aber am Ende geht er 300 Kilometer hoch. Also Wasserfeuchtigkeit, die sehen wir nicht mehr. Und das Lichtteilchen, wenn die Mutter Erdestrahlen und die Sonnenstrahlen bei 300 Kilometer zusammenkommen, machen sie eine Schraubbewegung. Und bei dieser Schraubbewegung wird das Lichtteilchen geboren. Das Lichtteilchen hat dann Materie. Und wo die Sonnenstrahlen aufkommen, da ist es am wärmsten. Und desto näher das wir zur Sonne gehen, Himalaya oder fliegen, da ist es schon Minusgrade. Und da frieren diese Wasser, das sehen wir bei den Flugzeugen, der Kondensstreifen sind Wasser, eingefrorene Wasser, also Nebel, und das sehen wir. Aber die Flugzeuge, übrigens, die machen jetzt alle pleite, die verbrauchen so viel Treibstoff und kommt nur Gift. Ich rede mit sehr vielen Piloten, mein Sohn ist auch Pilot, die dürfen nichts mehr reden. Die machen pleite, aber ist egal.
Es gibt keine Olie. Mal fangen andere neu an. Wieder jetzt zurück, Mutter Erde ist das Huhn und legt Milliarden Eier. Und jetzt könnt ihr auch zu Hause gleich spielerisch Eierspeise kriegen. Und zwar nehmt ihr ein Ei und dreht es einfach sehr schnell so. Und dann stellt es sich auf. Immer. Weil das hat mit der Schwerkraft zu tun oder auch mit der Sog. Ich habe hier eine zerschnittene Schnecke her. Die Natur macht so schöne Doppelspiralen. Und das wäre der männliche Teil, also der Stecker. Und jetzt muss man da einen Gipsabdruck machen, herunterschrauben, dann hat man den weiblichen Teil. Und das ist es. Wir brauchen alle Wasserleitungen. Übrigens sind sie alle aus Eisen. Eisen könnten wir abschlecken, das macht uns nichts. Aber der Rost. Der Rost ist so tödlich, alle sterben bei uns nur mehr an Rost. Oder die Landwirte sind so gierig und pflügen jetzt in Akkord mit Stallpflüge. Und da unten, desto schneller das er fährt, haben wir 40.000 Volt. Und da werden die Boden, die Gesundheitsbodenmikroben auch zerstört. Also bei uns, in Linz war ich in der Nähe, da sind die Föstarbeiter, pflügen bei Nacht. Da wird die Furche noch gerade und er kann noch schneller einen Gang einlegen. Und wenn er hinunterschaut, fliegen nur die Funken. Das ist, er hat in 2 Stunden das Feld gepflügt, aber ist dann ein Todesfeld. Und dann sagt die Verkaufsfirmen, die kannst du dir verkaufen, wenn du nichts hineinsteckst, kommt nichts heraus. Falsch. Natur braucht keine Düngung, macht alles für selber. Lass die Natur in Ruhe, forstet sich selbst, sogar die Wüsten würden wieder grün machen. Das ist wie das Wasser, ist das Blut der Erde. Wieder zurück zu unserem Körper. Bei der Zeugung entstehen gleich tausende ganz feine Blutfasern. Und dann, und das zirkuliert so ungeheuer, Ärzte, die da sind und die das lernen, was unser Venen Arterien Blut fördert, das ist ungeheuerlich. Und dann wird erst das Herz gebildet. Es gibt Tiere, die haben gar kein Herz. Und das ist aber so gewaltig und solche Schnelligkeiten. Und die Raucher und Säufer, Alkoholiker, alle die verstehen das gar nicht. Die könnten eigentlich gleich hinausgehen und wieder rauchen. Ja, das sind die Durchblutungsfasern, die sind verstopft. Das geht gar nicht. Ich habe es auch ausprobiert. Aber du musst mit deinem Körper ganz ehrlich sein. Dann läuft dir übrigens Glück nach. Nichts Geld, das innere Glück. Und zwar ist bei mir jeder Atemzug eine Gratis. Der Sauerstoff wird mir eingedrückt mit einem Adü. Ich bin Nasenatmer und weil Nasenatmen ist gesünder, weiß auch jeder. Aber viele sind Mundatmer, weil sie die Nase verstopft haben. Und zwar kann man, wenn es verstopft ist, durch Schnupfen oder durch Seuchen. Mikrofon. Ja, danke schön. Wiederhole das immer wieder. Ja, doch. Also nimm dann lange Stopp. Ja, Mikro näher. So. Aber das ist es. Probiert das aus. Einmal bewusst tief atmen. Ansaugen und dann stehen lassen. Bewusst. Bis dass es nicht mehr geht. Dann ausatmen. Stehen lassen. Das einmal bewusst machen. 10, 20 Mal. Und dann wirst du staunen. Du bist vor jedem Atemzug, wenn du den nächsten nicht kriegst, fällst du um und dann kommen die Entsorger und werden dich in die Urne hineingeben und die verdünnen im Sterben mehr, als wenn sie geboren werden. So einfach ist das. Jeder Atemzug ist eine Neugeburt. Vergesst es nicht. Die Tiere, die werden erschlagen, ermordet, aber jetzt fangen die Hochindustriellen, die Reichen, die jagen. Ja, ich rede mit Handy und Füße. Ich nenne die alle Fallensteller. Ich habe übrigens zu Hause schon den fünften Richter. Die wollen mich sogar, ja, ich bin so arg, die schicken mir
Spezialisten. Ich war zum Glück beim Victor dabei, ich war aber ein stummer Zuhörer. Ich sagte, horchte das an, die möchten feststellen, dass ich mich ins KZ bringen. Und jetzt gibt es in jeder Stadt eine Psychiatrie. Vorsicht vor hochstudierten Leuten. Die sieht man sogar im Gesicht schon. Und ich frage immer sofort, sind das schon wieder KZ-Ärzte? Das ist so. Das ist so. Ich sage euch, die Ärzte können was, aber sie sind desto älter oder alte Bauern, die Altersgier, noch mehr. Dabei sind sie nächsten Tag womöglich tot. Ein 500er Mercedes und der Rosenkranz auf dem Spiegel und der kleine Herrgott kann nicht helfen. Laubstumme Götter haben wir. Massengeschäft. Prima. So, zurück zur Kläranlage, weil das Thema war Abfall. So, dieses viele Wasser trinken, gesundes, Mikro. Verschenke ich. Und dieses Wasser trinken mit die Edelsalze. Bitte. Ja. Jeder Atemzug ist eine neue Geburt. Wenn ihr es nicht. Ja, kommt zurück. Die Feinstoffe. Das ist alles in Kältegefälle, wird in einen Naturfluss vorgeführt. Er müsst nur, oder ihr geht noch wohin, wo Forellen drinstehen oder Fische. Und da musst du so genau hineinhören. Und da gibt es bei den Fischen eine Professorforelle. Der hat eine Brille auf und die will dir beibringen, wie das geht, gegen den Strom schwimmen. Und da gibt es, wir atmen, unser Körper, wir sind auch eine Forelle. Wir atmen drei Stoffe ein, Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff. Ohne die drei Stoffe gibt es überhaupt kein Leben. Und das im Hochzeitstanz. Junge Leute, wenn sie Tanzschule machen, Linkswalzertanz ist... ladet mehr auf wie der Rechtswalzertanz. Aber Walz, Musik mit richtiger Frequenz. Die Kinder hören jetzt die Katastrophenmusik, die ist so laut, und die hören die Eltern nicht mehr. Also die Jugend ist fast verloren. Ich arbeite aber für die Mädels und Burschen. Das wäre unsere Zukunft. Wir haben fast keine Zukunft mehr. So arg. Alles wissen es. Es ändert sich nichts. Es geht nur mit der Katastrophe, die jetzt auf uns zukommt. So, Kläranlage, weil wir gutes Wasser brauchen. Und das mit der Pflanzenkläranlage ist schon in Ordnung. Ich kam in Anbaugebiete und da war der Bauer so gierig, hat in seine mit Klärschlamm gedüngt. Und dann habe ich so Riesenkartoffeln auseinandergeschnitten und sah, da innen die Krebskartoffel. Und früher, vor 100, 200 Jahren, haben mit dieser einfachen Kartoffel Völker überlebt. Ich esse jeden dritten, vierten Tag Kartoffel. Und dieser Bauer war so gierig, seine Tochter, hübsche Tochter, hat studiert. Der Sohn, Tierarzt oder Rechtsanwalt, ist das billigste, Rechtsverdreher. Und ich sage, wer frisst diese Kartoffel, diese Kranken? Ja, die Sau, die Schweine. Und wer frisst die Schweine? Ja, wir. Die ganze Familie, schöne Familie, sind aber jeden Sonntag Halleluja singen gegangen in die Kirche. Geld abgegeben. Und es ist ja alle tot aus Gier. Die Menschengier ist fürchterlich. Und diese kleinste Kläranlage in jedem Bächlein, da gibt es diese Drehungen immer, nach dem Stein ist immer kälter, wie vor dem Stein. Flüsse braucht man nicht verbauen. Fluss kann man nur regulieren oder Wasser, wenn du in die Mitte einen Stein hineingibst. Dann eilt das Wasser, das Kernwasser voraus und zieht vom Ufer, auch bei Hochwasser, die Uferströme in die Mitte. Und da gibt es wieder ein Kälteverfahren. Immer diese Doppelspirale. Immer, das könnt ihr sehen, ich zeige es an jeden. Ich wohne natürlich bei einem schönen See, wo der Ausfluss ist und noch Wasserfälle, alles ist da.
Ich gehe auch ganz hoch hinauf, wo die Hochwässer herunterstürzen und machen das Ufer nicht kaputt. Kommt aber dann eine flache Stelle, wird dieses Material sofort getrennt. Ihr kennt die Schotterbänke, ihr kennt das Grobigestein. Ich war auch Höhlenforscher, die Höhlen funktionieren noch immer. Und außen schmelzen überall die Gletscher ab. Also der Wärmeanstieg ist gewaltig. Zurück und die Kläranlage funktioniert sofort, wenn es eiförmig rund, seitlich einfließen schräg, dass sich die Mure dreht und in der Mitte dreht sich das zusammen. Da gibt es ein Abflussrohr und das kann durchfallen, der Schmutz, das klare Wasser, also drei Eier stelle ich auf. Gebe ich ein Seitenrohr ins nächste, dreht so und wieder ein Seitenrohr und dann dreht es wieder links. Aber in der ersten Ei gibt es totale Trennung. Ich habe so riesen Eier gebaut und sah diese ungeheure Trennung sofort. Und in Kälte, in Erdboden eingegraben. Die Mutter Erde arbeitet ja mit, wie eine Zwiebel, mit Temperaturschichten. Und auch in unserem Körper passieren ja die Temperaturschichten. Und der Selbstlauf. Viele legen sich jetzt in die Sonne. Übrigens, unsere Haut ist die zweite Lunge. Und wir haben hier keine runden Löcher, nirgends runde Löcher, immer Schlitze, Düsen. Und unsere Haare, ich habe fast keine mehr, das sind Düsen. Alle haben Düsen. Und gerade das Schwitzen oder wenn wer kalt ist, die meisten haben frieren jetzt. Er zieht doch die Schuhe aus, alles ausgeht, wieder ein halbes Jahr barfuß, in die kalten Bäche hinein, macht wieder auf den Schotter, die ganzen Nervenzellen gehen hinunter und du gehst da sagen wir, ein paar hundert Meter hin und her, dann bist du gesund. Und ich respektiere Jesus Christus, der sagt, nimm dein Bett und wandle. Wenn du zum Arzt gehst, wirst du krank und elendig sterben. Also mach diesen Schritt, geh tief atmen. Ich hatte sehr viel zu tun mit Primarärzten, mit Jungen, mit Alten, mit Rauchern, mit Säufern, mit Hascher und so weiter. Ich möchte meinen größten Feind helfen. Viele lassen sich nicht helfen. Du sagst, lass mich in Ruhe, mir geht es sehr gut, ich bin Rechtsanwalt, da wird jeder Partei die Hose ausgezogen und dann lassen wir es wieder laufen. Wenn sie wieder reich sind, kommen sie wieder zu uns, weil sie wieder streiten. Danke schön, ich habe zu viel geredet. Mein Vater war Mühlenbauer, hat Wasserräder gebaut, während des Krieges eine kleine Turbine, aber mich kannte jeder Fisch. Das war mein Spielzeug. Und wenn die Mutter gesagt hat, du, ich weiß nicht, was ich kochen soll, hol mir einen Fisch, dann habe ich gesagt, heute bist du dran. Rausgefischt und so ging ich auch mit meiner Großmutter, war Försterstochter, in Böhmerwald, im Nachbarrevier von Viktor Schauberger. Und jetzt heißt das, oder hat geheißen, Sudetendeutschland, war alles deutsch bis budweis. Wir konnten kein Wort böhmisch. Aber die Leute waren noch sehr naturverbunden und der Viktor Schauberger kommt ja aus dem Bayerischen Wald, ein altes Jägergeschlecht, da wurde alles aufbewahrt und dann kamen die Wilder und haben gesagt, also liebe Frau Wassel, Brot, wir haben Wild, bitte tauschen, wir können kein Fleisch mehr sehen. Brot ist viel wichtiger. Und so hat sie für einen Laib Brot viel Wild bekommen. Sie hat das auch wieder verteilt, kühl gelagert, aber der Jägerhund hat das gemerkt, da in den hinteren Boden ist überall Wild versteckt. Und die Großmutter hat mir gesagt, ja, heute habe ich Speisen gemacht,
auf Wildbretart. Machst du auch Kosten? Der Jäger wusste genau Bescheid, aber das war so. Jetzt zurück. Wir haben, jetzt gab es 100 Jahre, 150 Jahre, und früher hat es geheißen, also Jäger und Pfleger. Heute sind die großen reichen Leute mit Mercedes, haben ein Maschinengewehr drin oder kleine Atombombe, und so wird jetzt gewildert. Aber früher war so viel Wild, also auch die Arbeitslosen hatten Fleisch genug, aber das Brot war wichtiger. Meine Großmutter hat so große Leib gebacken. Ich war selbst, mit 12 Jahren habe ich gemahlen. Mein Großvater ist gestorben, ich war immer dabei, der Vater war eingerückt und ich konnte die Mühle betreiben. Und solches Trockenbrot hat lange gehalten, es gab keine Kühlschränke. Die alten Häuser waren mit meterdicken Steinmauern und Keller, Steinkeller. Früher im alten Bund haben alle Sack und Asche und haben gefastet. Da hat sich was verändert. Aber jetzt sind alle vollgefressen, alle sind wir dick und nicht mehr ein offenes Gefäß, so wie die Natur uns zeigt. Zurück zu den Klärschlamm. Mikrofon! Eier gemacht. Oh. Ich bin es nicht gewohnt. Ich bin der letzte Viktor Schauberger Zauberlehrling. Ich hatte Glück, mit 22 Jahren oder 23 beim Viktor aufzukreuzen. Wir haben uns gesehen und sofort verstanden. Er Naturmensch, ich bin auch beim Bach aufgewachsen, bei den Forellen. Wo hockt ihr gerade? Das ist also der letzte lebende Lehrling vom Viktor Schauberger. Er tut euch auch gerne etwas ein bisschen über Wasser erzählen. Er steht euch auch nachher draußen immer zur Verfügung. Er tut gerne mit euch diskutieren und plaudern und Sachen erzählen. Danke vielmals. Gib's Wort an. Okay. Also noch einmal alle Grüße. Ich möchte niemanden beleidigen. Ich komme in viele Großversammlungen, sind alle schwarz gekleidet.